Next News Nummer 41. Herzlich willkommen. Wir sind wieder vollgepackt mit spannenden Themen aus der Elektromobilität in dieser Woche. Zum einen das Update für den Renault Zoe rückt näher. IONITY rüstet seine Schnellladestandorte auf und bietet mehr Ladeleistung demnächst. Die Regierung erwägt die Verlängerung des Umweltbonus. Mercedes EQC angeblich ausverkauft und Neuigkeiten von Nextmove, unter anderem neue Smarts im Fuhrpark, Besuch auf der e-World in Essen, Faktencheck zum Kia e-Niro, wir hatten da ein Stautestvideo und haben nochmal nachgearbeitet und erste Tesla Model 3 im Nextmove Fuhrpark. Update für den Renault Zoe ist unser erstes Thema. Im September diesen Jahres soll die neue Generation des Zoes kommen. Kommen ist immer so ein dehnbarer Begriff. Steht es beim Händler, kann man es bestellen oder taucht es auf der Automesse auf? Ich vermute mal, September soll er vorgestellt werden. Es gibt mehr Fahrleistung mit 95 kW und die Reichweite soll auf 400 km WLTP anwachsen und ist also ein bisschen mehr als der aktuelle 40er Leaf hat. Und CCS soll Einzug halten. Natürlich braucht das Auto nicht nur einen CCS-Stecker oder eine CCS-Dose, sondern muss auch im Akku sich was tun, dass das Auto schnell ladefähig wird. Vor allen Dingen auch im Winter schnell ladefähig wird. Optisch sollen nur Kleinigkeiten geändert werden. Erlkönige wurden schon gesehen. Das geht also in die gleiche Richtung. Was drinnen alles neu ist, ob Fahrassistenz kommt, wissen wir alles noch nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. IONITY beginnt einige Ladestandorte aufzurüsten auf 350 kW. Konkret geht es um die Ladestandorte, wo mit Ladesäulen des australischen Herstellers Tritium gearbeitet wird. Dort geht es also darum, die Ladeleistung an den vorhandenen Ladesäulen zu erhöhen. Konkret werden also die Kabel und die Stecker ausgetauscht und auf flüssigkeitsgekühlte Ladekabel und Stecker umgerüstet. Der erste Standort ist im dänischen Nyborg, wo das geschehen soll. Dort konnte man bisher nur so 80, 85 kW ungefähr laden, weil das Limit vom Stecker auf 200 Ampere begrenzt war. Das wird jetzt verdoppelt. Und das heißt, dann kann man bis zu 150, 160 kW laden. Davon profitieren natürlich auch der Audi e-tron und das Tesla Model 3. Audi e-tron ist angekündigt mit 150 kW Ladeleistung. Beim Tesla Model 3 wissen wir schon, dass es außerhalb des Supercharger-Netzwerkes noch ein bisschen schneller laden kann. 127 kW wurden da immerhin gezeigt. Das sind ungefähr 10 kW mehr als am Tesla Supercharger. Und Fahrzeuge, die dann ein 800 Volt Bordsystem haben, können dann nochmal doppelt so schnell laden, nämlich der Porsche Taycan, der dann Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres der erste sein soll, der das dann kann. Diese Woche wurde bekannt, dass die Regierung eine Verlängerung des Umweltbonus erwägt. Ihr wisst, die 2000 Euro Staatsprämie, die es für Elektrofahrzeuge gibt, also Fahrzeuge, die ein E-Kennzeichen kriegen, bis Netto Einstiegslistenpreis 60.000 Euro, kriegen also 2.000 Euro Förderung vom Staat bzw. 1.500 Euro für Plug-in-Hybride. Da will die deutsche Presseagentur erfahren haben, dass das Programm verlängert wird. Eigentlich Deadline Ende Juni 2019, aber der Topf ist noch nicht mal halb leer. Wir hoffen natürlich, dass es ja bald eine Entscheidung gibt. Wir erinnern uns, als das Programm eingeführt wurde, war das eine lange Hängepartie, ein halbes Jahr ungefähr hat es gedauert. Und als es bekannt war, noch mal mehrere Wochen, bis die finalen Eckdaten bekannt waren. Wir hoffen, dass da also bald Ruhe und Planungssicherheit kommt und die Prämie dann möglicherweise auch verlängert wird. Ja, der Mercedes EQC ist angeblich bereits ausverkauft, obwohl man ihn noch gar nicht bestellen kann oder kann man ihn schon bestellen. Der Daimler-Chef Zetsche hat in einem Interview gesagt, wir sind sicher, dass wir die Nachfrage in 2019 nicht befriedigen können und vermutlich auch 2020 noch nicht. Und das, obwohl Nextmove noch gar nicht bestellt hat. Als ich es gehört habe, habe ich natürlich den Faktencheck gemacht. Wir gucken regelmäßig auf der Homepage, wie ist es, kann man sich registrieren, Newsletter, Autos reservieren, Autos bestellen. Da ist aktuell die Datenlage, dass man Folgendes kann. Ihr exklusiver Erlebnisvorsprung zur Elektromobilität von Mercedes-Benz lautet die Überschrift. Registrieren Sie sich jetzt für das EQC-Programm und werden Sie Teil unserer Vision der Elektromobilität. Das ist also alles, was Mercedes aktuell anbietet, sich für ein Newsletter zu registrieren. Und angeblich ist das Auto ausverkauft, fragt man sich, wo der Mann seine Infos herbekommt. Ja, Neues von Nextmove aus dieser Woche. Gestern gab es drei neue Smart 4-4 für die Flotte, alle mit 22 kW Lader. Die haben wir abgeholt und
auch über Führungsfahrten ausgeschrieben. Einer soll nach Hannover, einer soll nach Frankfurt. Könnt ihr euch gerne bewerben. Sind also mit 22 kW Lader und dementsprechend auch bedingt langstreckentauglich. Und ein Jahreswagen Smart 4.4 haben wir zum Verkauf auf der Homepage inseriert, dass wir also die Flotte da auch beim Smart anfangen durchzutauschen. Weiterhin einen Faktencheck oder Nachlese zu einem Video. Es geht um den Kia e-Niro, das heißt eigentlich geht es um einen Stautest. Ich hatte mich eine Nacht bei minus 5 Grad in den e-Niro gelegt, um zu gucken, wie lange hält man es denn aus, wenn man mit dem Elektroauto in den Stau gerät. Das war die Fragestellung. Ich habe mich natürlich nicht 10 Stunden hinter das Steuer gesetzt, sondern habe die Zeit genutzt, um die Nacht sozusagen im Auto zu verbringen und konnte das Licht aber im Auto nicht ausschalten, weil ich den passenden Modus nicht gefunden habe. Da haben wir eine ganze Reihe Hinweise und in den Kommentaren im Video bekommen. Das heißt, ich habe mich gestern nochmal reingesetzt ins Auto. Schauen wir kurz rein in den Schnipsel e-Niro Nachlese. So, willkommen beim Next Move Faktencheck. Draußen ist das Standlicht an. Ich bin im P, das sehen wir hier. Und schauen wir, was passiert, wenn ich die Parkbremse anziehe. Zack, das Licht geht aus. Zweite Möglichkeit. So, Licht nochmal angemacht. Ich war nochmal kurz im D. Wir gehen über das Menü hier oben in das rechte Menü, dort wo die Benutzereinstellungen sind. Dann gehen wir nach unten ins Menü Komfort und können dort den Standmodus aktivieren. Und auch dieser zieht die Parkbremse an und löscht draußen das Licht. Wie komme ich wieder raus aus dem Standmodus? Oder man muss aufpassen, wenn ich jetzt einfach in ein anderes Menü gehe, hier oben, dann sieht man ja nicht mehr, dass man im Standmodus ist, außer an hier oben der kleinen Anzeige. Util steht da für Utility Mode auf Englisch. Wenn ich jetzt versuche, in D zu schalten, ich stehe auf der Bremse und schalten in diesem Gang derzeit nicht möglich. Ich versuche es mal mit dem Rückwärtsgang. Will er auch nicht, ist ein bisschen fies. Ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe wieder in den Utility Mode, da sagt er mir aber, ich soll den Startbutton drücken, also ich soll es einfach ausschalten. Wir gehen nochmal rein, Standmodus, Power drücken, um Standmodus zu beenden. Da ist der Powerknopf, zack. Und so kommt man dann wieder raus. Einfach Neustart des Fahrzeuges ist die Lösung, um den Modus zu beenden. Ihr seht, Licht kann man also ausschalten, aber sparsamer wird er nicht. Ich habe dann auch nochmal die Lüftung komplett ausgemacht und das Licht draußen, da war er auf 200 Watt. Das ist das, was die beiden Displays offenbar vorne noch brauchen und die Bordelektronik, die im Hintergrund läuft. Und außerdem habe ich noch einen Highspeed-Test gemacht. Werksangabe 167 Kilometer pro Stunde. Ich bin gefahren 179 Kilometer pro Stunde laut Tacho und GPS gemessen 169,5 km/h, also 2 km/h schneller. Als die Werksangabe, da haben wir kein extra Video zugemacht, das wollten wir euch einfach an dieser Stelle mal noch mitteilen. Dann haben wir noch ein paar Impressionen. Der Oliver vom Standort Dresden war auf der e-World in Essen und hat mir da ein paar Fotos geschickt und ein paar Impressionen und ein paar Infos. Unter anderem ein sehr schicker Retro-Roadster als Elektroumbau, der ihm da besonders ins Auge gestochen ist und eine bidirektionale Wallbox von Mitsubishi mit einem Shademo-Anschluss, die also das Fahrzeug laden kann, aber auch Strom ins Hausnetz zurückspeisen kann. Das Ganze soll in Deutschland noch dieses Jahr zugelassen werden und dann auch zur Serienreife kommen. Allerdings, der kleine Haken an der Sache, Fremdfabrikate sollen technisch ausgeschlossen sein, soll also nur mit Mitsubishi funktionieren. Außerdem waren wir heute in Berlin und haben die ersten Tesla Model 3 abgeholt. Zunächst gab es drei Performance-Fahrzeuge, darunter auch meine eigene Reservierung, die ich am 31.03.2016 gemacht habe. Damals war Next Move noch nicht denkbar, aber sozusagen das Fahrzeug landet also jetzt auch bei Next Move, obwohl ich es damals privat gestellt hatte, aber es war kein Problem, das entsprechend umzuschreiben im Account vor einigen Wochen. Die Autos sind vorbestellt für Langzeitmieter, aber wir haben noch freie Model 3, auch überwiegend Nicht-Performance-Modelle, wo Mietbeginn März derzeit auch noch bestellbar ist sozusagen. Langzeitmiete ab 3 Monaten. Preisliste für Kurzzeitmiete stellen wir am Wochenende online. Dort können wir Buchungen aber erst annehmen, wenn die Autos wirklich da sind. Aber wenn ihr mal so einen Monat mieten wollt oder auch 2 Wochen, könnt ihr euch da entsprechend über eine Anfrage auf der Homepage dann auch schon vormerken lassen. Es werden dann in kurzer Folge relativ viele Fahrzeuge im März kommen, dass wir euch dann informieren, sobald wir die Fahrzeuge eingeflottet haben.
Aktuell gibt es noch neue spannende Winteraktionen, unter anderem Aktionspreise für eine Monatsmiete für ausgewählte Model oder für ausgewählte Tesla-Fahrzeuge, konkret Model X 90D und Model S 100D sind dort in der Aktion. Und wer ein bisschen weniger ausgeben möchte, für den haben wir eine spannende Aktion beim Nissan Leaf. Mal zum Reinschnuppern sozusagen, nämlich 2 Wochen mieten, aber nur eine Woche bezahlen, sind dann also noch 25 € am Tag für das Auto. Da freuen wir uns auf eure Anfragen. Und dann noch ein Ausblick auf die nächsten Tage, haben wir ein hochspannendes Video in der Produktionspipeline sozusagen. Ich darf noch nichts verraten, aber wer den Kanal abonniert hat, wird es auf keinen Fall verpassen. Ansonsten bis nächste Woche in den Next News. Tschüss.